Die Automobil- und Robert Schumann-Stadt ist sehr froh, dass sie diese Gäste hier begrüßen kann. Und von A bis Z, also von Automobil bis Zwickau, können wir eigentlich alles bieten. Und das wurde am 7. und 8. Oktober 2014 wieder deutlich. Der Internationale Automobilkongress in Zwickau gibt wichtige Impulse für die Zukunft der Automobilwirtschaft. Hier kommen viele Entscheider aus einem unserer wichtigsten Industriezweige zusammen. Deswegen habe ich auch gern die Schirmherrschaft für Ihren Kongress übernommen. Ein Kongress, der bereits seit 18 Jahren von der IHK Zwickau organisiert und veranstaltet wird und der mittlerweile zum festen Bestandteil des deutschen Automobil-Eventkalenders zählt. Über 200 Teilnehmer, spannende Themen heute, Stichpunkt Industrie 4.0 zum Beispiel. Wir haben ja seit Jahren immer die Automobilzulieferer aus Thailand zu Gast. Auch in diesem Jahr waren wieder 10 Firmen da, inklusive der Verband. Also man kann rundum zufrieden sein. Die Unternehmen hier haben sich in den letzten 25 Jahren entwickelt, aus einer Revolution heraus, mit sehr, sehr vielen Umbrüchen, mit sehr großen Schwierigkeiten. Und es gibt sie immer noch, sie sind gewachsen. Sie haben sich positiv entwickelt. Und ich glaube, dieser Kampfgeist, diese Kreativität und auch dieses sich durchbeißen, ist genau das, was wir in einem sehr wettbewerbsfähigen Markt der Automobilindustrie brauchen. Und insofern glaube ich, dass wir hier wirklich ganz gut positioniert sind. Diese gute Positionierung wurde auch im Rahmenprogramm des Kongresses deutlich, zum Beispiel bei diesem Workshop des sächsischen Zulieferernetzwerkes AMZ oder den Besichtigungstouren zu ortsansässigen Zulieferunternehmen und Hochschulinstituten. Über den traditionsreichen Kongress sprachen wir auch mit IHK-Präsident Franz Vogt. 18 Jahre, das ist eine Tradition, die es fortzusetzen gilt, die auch zeigt, dass es sehr gut angenommen wird von den Automobilzulieferern, von Automobilherstellern und gerade die Automobilindustrie, die ja doch Schlüsseltechnologie für Deutschland darstellt. Und das hier konzentriert in Zwickau jetzt in diesem Kongress nochmal darzustellen, ist eine Referenz an die Region, aber eben auch an die Wirtschaft der Region. Ein dicht gepacktes, hochrangig besetztes Vortragsprogramm bildete den Kern der zweitägigen Veranstaltung. Die Themen der Referenten deckten dabei die aktuellen Fragestellungen der Automobilindustrie ab. Wir sind die Spitze der Weltautomobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie ist absolut international die Nummer eins. Dazu tragen auch, und dazu hat der heutige Kongress auch gedient, dazu tragen Gott sei Dank die Zulieferer, weil mit ihrer Innovationskraft will damit sagen, wir müssen innovativ an der Spitze der Bewegung bleiben. Wenn wir das schaffen, ja, muss uns um die Branche für sich genommen nicht bange sein. Und wie diese Innovationskraft ausgebaut werden kann, erfuhren die Teilnehmer anhand unterschiedlichster Fallbeispiele. Grundsätzlich ist natürlich die deutsche Automobilindustrie vielleicht auch deshalb erfolgreich, weil sie eben wirklich immer wieder neue, attraktive Fragestellungen, technologische Fragestellungen auf der Werkstoffseite in die Produkte bringt. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir diesen Vorsprung nicht verlieren. Darum ging es auch in der Pressekonferenz, in der sich viele der Journalistenfragen um die Zukunft der Branche drehten. Dabei kam immer wieder auch das Stichwort Industrie 4.0 zur Sprache, ein Innovationsprogramm der deutschen Wirtschaft, das auch in der nachfolgenden Podiumsdiskussion ausführlich debattiert und erläutert wurde. Die Resonanz der Teilnehmer zur 18. Auflage des Jahreskongresses der Automobilindustrie in Zwickau zeigte, wie wichtig dieses Thema für die Branche aktuell ist. Also für mich war ausgesprochen interessant, dass also auch dieses Thema fokussiert wurde. Prozessinnovation, 50% Anteil sozusagen an den Innovationen, das war ja eine Kernaussage in den Statements. Und ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass das Thema Prozesse tatsächlich im Fokus der mittelständischen Unternehmen steht bzw. stehen muss. Die Vorbereitungen für den nächsten internationalen Jahreskongress der Automobilindustrie laufen jetzt bereits an. Und in seiner 19. Auflage wird er dann im Oktober 2015 stattfinden. In der Automobil- und Robert-Schumann-Stadt Zwickau.